Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Heute, bei schwerem Schneegestöber. So wie wir es letztes Mal verlassen haben, hat es auch so fest geschneit, ich weiß es gar nicht mehr. Und wie es heute wird, müssen wir mal gucken. Der andere, ein oder andere weiß vielleicht, dass unser, da kommt ja unser Jasper auch, der ein oder andere weiß vielleicht, dass mein PC gerade nicht so 100% mag, wie er soll. Aber da müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie es läuft und ob alles so klappt, wie ich gerne möchte oder wie man sich es so vorstellt. Wir werden sehen. Zudem gab es auch ein Update im OBS. Es könnte also sein, dass auch da vielleicht nicht alles so ist wie sonst. Naja, sehen wir ja dann. Ich probiere es einfach mal, wie es läuft. Ja, ich war jetzt zwischendurch nicht untätig. Ich war ein bisschen fleißig und habe jetzt mal, ich zeige es euch mal, hier die Bauernküste mal ein bisschen noch erkundet. Furchtbar viel was nicht. Also da waren wir ja schon zusammen gewesen. Und ich habe hier noch die Höfe erkundet. War beim Miradenturm, war hier hinten noch in einer Grotte und, und. Also es war jetzt nicht so wahnsinnig viel. Hier hinten bin ich auch rumgelaufen, da war aber gar nichts Besonderes. Und hier im Grab war ich da. Also, die Sache habe ich erkundet. War jetzt nicht irgendwie dabei, wo man sich gedacht hätte, oha, irgendwie special. Bemerkenswert. Also von dem her habt ihr eigentlich nichts groß verpasst. Keine Sorge. Und selbst wenn ihr euch so ein bisschen ärgert, dann holt euch Enderal, zockt es selber. Und dann könnt ihr es bis ins kleinste Detail erkunden. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, wir sind hier ganz drüben auf der anderen Seite und wir sind beim Myradenturm angekommen, müssen aber noch ein Stückchen weiter. Ich hoffe, dass es dann da nicht mehr schneit, wobei es sieht dort schon ganz schön gebirgig aus. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht sogar erstmal im Schnee bleiben. Who knows? Also wir werden jetzt erstmal hier... Wie lang gucke ich denn? Jasper ist auch inzwischen angekommen, denn als ich natürlich an der Bauernküste war, da ist er mir zwar hinterhergekommen, stand aber immer an einem Fleck und hat auf mich gewartet. Und deswegen habe ich gehofft, dass er auch schön mitportet. Die Schneefelstaverne. Wir können hier auch Zeug abladen, aber das haben wir ja schon gemacht. Oh, vielleicht haben wir noch ein bisschen was. Aber ich glaube, wir haben alles schon am Turm. Ich habe übrigens mal hier ein bisschen mein Mindset etwas verbessert. Einfach, weil ich das Zeug gerade dabei hatte. Dachte ich, das mache ich mal. Ah doch, da können wir ein bisschen was mal reinschmeißen. Was ich ja nicht unbedingt mitnehmen muss. Und der doch so einiges wiegt. Da haben wir sogar zwei... Und ich habe inzwischen einen mittleren Rucksack gefunden. Sehr cool, sehr cool. Nochmal 15 Steine mehr, die ich tragen kann. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Lag einfach in einer Leiche am Wegesrand. Man soll es nicht meinen. Verschließen Sie mal. Weg damit. Nein, den brauchen wir. Ich wollte gerade sagen, weg damit. Nein, nicht weg damit. Sonst noch irgendwas, was weg kann? Oh ja, komm. Das habe ich alles noch irgendwo zwischendurch gefunden. Wie es halt so ist. Da zum Beispiel, das finde ich witzig, dass ich hier so ein Teil gefunden habe. Gespannt, so ein Schwertgriff. Ob ich den mal irgendwo brauche, ganz dringend, oder ob das einfach nur so nach dem Motto, ach ja, jetzt kriegt ihr mal so ein fertiggestelltes Bauteil. Da könnt ihr ja dann, wenn ihr basteln wollt, das zum Basteln nehmen. So, ich glaube, das reicht, oder?
Ja. Ich glaube aber in die... Wer ist denn das? Schreitet wohl. Ein Söldner. In... Der trunkener Gast. In die Taverne würde ich... Ihr da. Warum schaut ihr mich so dämlich an, ne? Nee, ich streife natürlich keinen. In die Taverne würde ich gerne mal schauen. Mhm. Das soll mir jetzt helfen? Keine Ahnung. Aber ich habe getan, was ihr wolltet. Also, wo ist mein Geld? Hier. Danke für eure Dienste. Gerne doch. Die Spuren, die wir hinterlassen. Okay, der Söldner hat wohl seinen Auftrag nicht so erfüllt, wie er vielleicht sollte. Mal gucken. Eine Partie? Kommt, setzt Kennen euch wir uns? Nee, eigentlich nicht. Noch nicht. Ich bin ja Anja Wensbraut. Wir stellen uns natürlich erstmal vor. Aha. Esme. Esme Jaleal. Kann ich euch irgendwie helfen? Was war das vorhin? Euer Gespräch mit dem Mann. Was? Ach, das. Eine weitere Pleite, würde ich sagen. Aber das soll nicht eure Sorge sein. Jetzt eine gute Pfeife. Vielleicht kann ich ja helfen. Helfen? Sehr nobel von euch. Warum? Ich habe da vorhin etwas von Sold gehört. Kein bestimmter Grund. Ich helfe halt gern. Man sieht Hilfsbereitschaft dieser Tage selten. Vor allem als Rumtreiber. Rumtreiber? Meint sie damit mich oder sich? Ach, einerlei. Ich will nicht die klagende Eterna spielen. Dieses Land hier ist um Längen besser als Nerim oder Arazial. Erzählt mir doch, worum es geht. Gegenvorschlag. Ihr setzt euch erstmal zu mir und wir spielen ein paar Runden Schlacht um Trioma. Dann sehen wir weiter. Und falls eine Zusammenarbeit zustande kommt, zahle ich auch. Erwartet keine Reichtümer, aber genug, dass es sich für euch lohnt. Na gut, ich bin aber nicht gut im Spielen. Das sage ich schon mal gleich. Setzt euch doch. Zweimal Met, bitte. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Teilt ihr aus? Gerne noch Schlacht um Trioma mit Esme spielen. Muss ich mich dazu nicht irgendwo hinsetzen? Einsatz, nee. Ich bin nicht gut. 10. Möglicher Gewinn 24. Okay. 3. Fängt ja schon gut an. 7. 10. Ich möchte würfeln, ja. Irgendwie finde ich es blöd mit diesen Würfeln. Aber vielleicht damit man wenigstens noch so eine Unsicherheitschance hat. 15. Sie würfelt bestimmt auch. Ich habe mal gewonnen. Ich habe gewonnen. Und jetzt? Nicht schlecht. Sie wollte doch zweimal spielen, oder? Los, noch eine. Da geht noch mehr. Okay. Wir bieten aber trotzdem nur 10 oder setzen nur 10. Oh, sie ist vorsichtiger geworden. Oder sie hat nichts mehr. Nee, wieder so, meh. Klar würfeln wir. 6. 3. Okay. Ich glaube, die lässt mich absichtlich gewinnen. Glückwunsch. Danke. Der hat aber auch jetzt nie gewürfelt, ne? Schon wieder. Heute ist einfach nicht mein Tag. Aber schön, mal wieder zu spielen. Ich bin richtig aus der Übung gekommen. Also, wie sieht's aus? Steht euer Angebot noch? Um ehrlich zu sein, bin ich dankbar um jedes bisschen Hilfe, das ich kriege. Und wie gesagt, ich kann zahlen. Okay, das Angebot steht. Worum geht's? Ich suche jemanden. Aber reden wir bei meinem Lager in Ordnung? Elrond braucht Futter und ich habe ihn schon viel zu lange allein gelassen. Elrond? Mein Leor.
Ihr habt ein Lager in der Nähe. Sowas in der Art. Kommt. Lass mich zu ihrem Lager folgen. Darf ich noch? Ich darf bestimmt noch mit den Leuten reden, oder? Gast? Jasper ist langweilig, okay. Haben wir das hier schon gespielt? Oder irgendwie würfeln? Spielen wollen wir mal nix. Genau, hier auch nur ein Söldner, Spielmann. Jetzt eine schöne Pfeife für den Scout. Spielen. Ach, warum muss das so... Belitor Feuersturm, der will auch nichts von mir. Mehr? Handeln wäre ich von den Stahlkrabben, würden wir uns nicht unterhalten. Ich suche Wissen. Wissen? Na schön, vielleicht gibt es da das ein oder okay, andere, was Kohle. Ich euch zeigen kann. Dann aber ich sag's weg. Euch gleich. Es wird nicht billig. Oh, großer Seelensteinknochen, ein Lehrbuch. Ja, Buch Psionik Entropie, braucht man nix. Böse, 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 der macht, der verkauft nur böse Sachen. Also hier hätten wir sogar noch ein paar Sachen, die wir noch nicht haben. Ja, ich glaube, von dem brauchen wir jetzt nicht unbedingt was. Das Geld sparen wir. Handel, ich suche Wissen. Er hat doch nur... Wissen. Nur so Zeug, ne? Okay. Na dann. Was mich übrigens ein bisschen ärgert, muss ich ganz ehrlich sagen, in diesem Spiel, in dieser Mod, ist, dass tatsächlich diese ganzen NPCs, die hier hocken, überhaupt keine Quests haben. Hier, die klickt mal an, die machen nicht mal Mu. Schreitet wohl. Nee, braucht auf bald was zu trinken, noch sonst was. Die haben ihren Namen. Madame. Aber sie wollen alle nichts. Sie sagen nicht mal Grüß euch oder sowas. Finde ich ein bisschen schade. Und es gibt so viele. Es gibt so viele Verliese. Wo ich sagen würde, da kann man doch wenigstens einen mal hinschicken und sagen, bitte holen mir meinen Bogen zurück. Oder irgendwas wurde dorthin entführt und sowas. Also ich meine, vielleicht war das ja eigentlich mal geplant. Aber ob zu viel Content dann doch wieder irgendwie gestrichen, könnte ich mir vorstellen, weil ich kann mir denken, dass hier schon viele, viele, viele Ideen eigentlich vorhanden waren. Okay, das Lager von der jungen Dame. Wir gucken mal, erstmal zu ihrem Lager folgen. Mal gucken, wo das ist. Oh, das ist tatsächlich auch hier irgendwo draußen, also gar nicht so weit, dann können wir mal gucken. Was sie möchte, wenn wir schon da sind. Bisschen kalt hier, oder? Okay, aber er muss halt wahrscheinlich einfach Holz hacken, sonst wird es auch in der Taverne kalt. Ach so, sie hat mir jetzt auf mich gewartet vor der Türe, deswegen... Oh, guck mal, da ist wieder ein Nest. Ich habe übrigens an der Bauernküste die ganzen Möweneier gefunden, die ich sammeln sollte. Da waren ganz viele Nester. Sogar mehr gefunden, als ich hätte müssen. Ich hätte drei, also drei wollte er pro Art. Und ich habe viel mehr gefunden. Da wären wir. Und ja, darin wohne ich. Macht ihr doch schon mal ein Feuer. Ich kümmere mich um Elrond. Das ist Elrond? Das ist sehr geheimnisvoll. Jetzt soll ich Feuer machen? Okay. Danke. Also, ich fasse mich kurz. Ich bin auf Enderal, weil ich jemanden suche, der vor einiger Zeit aus meinem Leben verschwunden ist. Es geht um meine, wie sagt man hier, meine ehemalige Gefährtin, Tara. Wie lange seid ihr schon hier? Seit einem Mond. Ich bin mit einem Handelsschiff aus Kile gekommen. Oh, so ähnlich wie ich. Interessant, ich bin auch Fremdländer. Aus Nerim. Nerim? Oh je. Kann verstehen, warum ihr geflohen seid. Aber stimmt, ihr habt einen leichten Akzent. Okay, und ihr denkt, sie ist hier auf Enderal? Naja, ich habe vor einer Weile einen Brief bekommen. Damals war ich noch bei meinem Clan vor Unel Yar.
Der Brief kam mit einem Myradenkurier, was mehr als nur ungewöhnlich war. Tara war auch Spielmannsfrau und Geld war in unseren Kreisen noch nie viel da. Euer Clan? Spielmannstruppen, Gaukler. Die wenigsten fahrenden Eterner reisen allein. Was stand in diesem Brief? Dass sie etwas vorhat. Etwas verdammt Unvernünftiges. Wenn ich euch helfen soll, sie zu finden, müsst ihr schon genauer werden. Was hatte sie denn vor? Ich... Tara. Sie war schon immer schwierig, wisst ihr. In sich gekehrt, verschlossen. Wenn man sie nicht kannte, wäre es leicht gewesen, sie als arrogant abzustempeln. Aber dennoch habt ihr euch in sie verliebt. Ja, trotzdem. Wahrscheinlich, weil ich ziemlich früh gemerkt habe, dass dieses Gebaren nur Selbstschutz war. Unter dieser Schicht war sie besonders. Ein unfassbar liebenswerter Mensch. Aber wie auch immer, worauf ich hinaus wollte, ist, dass Tara schon immer Schwierigkeiten damit hatte, glücklich zu sein. Sie hatte viel Mist erlebt und das hat sie irgendwie gebrochen. Es war, als gäbe es da diesen schwarzen Nebel, der sie Tag für Tag aufs Neue überkam. Mal war es erträglich, mal war es so schlimm, dass sie den ganzen Tag ihr Zelt nicht verlassen konnte. Klingt nach Depression, ne? Was hat sie erlebt? Unwichtig. Naja, ich glaube, das ist schon wichtig, oder? Und ich nehme an, ihr Schwermut hatte mit eurer Trennung zu tun? Teilweise, ja. Aber es ist etwas passiert vor ungefähr 2 Jahren. Wir hatten gerade einen langen Auftritt hinter uns gehabt, auf einer Art Ball. Tara ging in der Menge verloren und als wir uns wiederfanden, hatte sie einen Gesichtsausdruck, als wären ihr eben die 7 Lichtgeborenen erschienen. Sie war wie hypnotisiert. Was ist passiert? Sie hatte eine Frau getroffen. Sie war wie der Rest der Gäste auf dem Ball maskiert gewesen und hatte Tara gleich nach dem Auftritt angesprochen. Und, wie soll ich es sagen, die Frau erzählte ihr, dass sie eine Lösung für Taras Problem hätte. Wie genau sah die Frau aus? Ich weiß es nicht, ich habe sie nicht gesehen. Aber laut Tara trug sie eine weiße Robe mit Kapuze. Oder war es eine graue? Ich bin mir nicht sicher. Ich wollte gerade sagen, weiße Kapuze, dann war es nicht unsere. Graue? Eine Lösung für ihr Problem? Ja, ich hatte das Ganze schon bald wieder vergessen und ich dachte Tara auch, aber nun ja. Laut dem Brief, den ich ein paar Monate nach der Trennung bekommen habe, lag ich falsch. Dieses Gespräch hat sie wohl nie wieder losgelassen. Nie. Also ist sie auf Enderal, um den Spuren dieser Frau nachzugehen, weil sie eine Lösung für ihren Schwermut kannte? Ja, und die Art und Weise, wie dieser Brief formuliert war, hat mir Angst gemacht, weil es so endgültig klingt. Zeig mir den Brief doch mal. Ich weiß auch nicht. Vermutlich ist es Irrsinn, dass ich überhaupt hier bin. Ich meine, sie ist eine erwachsene Frau und sie muss selbst wissen, was sie tut. Aber trotzdem, als ich das gelesen hatte... Alles in mir hat sich zu sträuben begonnen. Als seht ihr einen Menschen, der euch einmal alles bedeutet hat, dabei zu, wie er auf den Abgrund zuläuft. Eben, dürfte ich diesen Brief vielleicht sehen? Es könnte helfen. Sehen? Ich weiß gerade nicht, was ich habe. Wer es glaubt. Später ich glaube, sie vielleicht. Weiß es genau. Es ist möglich, dass ich dieser Frau auch schon einmal begegnet bin. Ja, wenn es die ist, die kam mir nämlich auch gleich in den Sinn. Was? Wann? Wie? Wir sind als blinde Passagiere nach Enderal gekommen. Die Frau war auf dem Schiff und hat uns verraten. Mein Freund ist daraufhin hingerichtet worden. Beim Namen der Sonne, das tut mir leid. Und wer ist sie? Habt ihr eine Vermutung? Ist jetzt überhaupt nicht. Ich glaube, dass sie in etwas Größeres verwickelt ist, das hier gerade geschieht. Ah ja, komm, ich bin mal ehrlich. Vielleicht ist sie dann auch ein bisschen offener zu mir, wenn ich offen bin. Etwas Größeres. Verstehe. Dann meint ihr vermutlich den roten Wahnsinn, oder? Wie auch immer. Ich schätze, die großen Fragen müssen warten. Zuerst müssen wir Tara finden. Warum habt ihr euch überhaupt getrennt? Schwieriges Thema. Ich würde ungern darüber sprechen. Ach komm, jetzt spuck mal was aus. Ich frage noch mal nach dem Brief. Sehen? Okay, nee, möchte nicht. Ich weiß gerade nicht, wo ich ihn habe. Später vielleicht.
Und habt ihr schon irgendwelche brauchbaren Spuren gefunden? Ich meine, dieser Söldner wurde ja gerade bezahlt. Der muss irgendwas rausgefunden haben. Zwar nicht das, was sie wollte. Also, oder nicht genug. Nur eine. Und laut diesem Söldner, mit dem ich in der Taverne gesprochen habe, führt diese ins Nichts. Auch wenn ich das Gefühl nicht loswerde, dass er bei der Arbeit geschlampt hat. Wie viel zahlt ihr, ist für mich uninteressant. Dann erzählt mir doch von dieser Spur. Ich werde ihr nachgehen. Gut. Mein einziger Anhaltspunkt ist der Name des Schiffes, auf dem Tara von Kile aus übersetzte. Morgentau. Ein Handelsschiff, dessen Besatzung wahnwitzig genug war, trotz der Kriege das Rote Meer zu befahren. Als ich hier ankam, war die Morgentau angeblich erst vor kurzem wieder ausgelaufen. Und ich konnte niemanden finden, der einen Hinweis auf Tara gehabt haben könnte. Morgentau? So hieß doch das Schiff, auf dem ich vor kurzem nach Enderal gereist bin. Tatsächlich? Dann habt ihr Tara gesehen? Leider nicht. Ich war als blinder Passagier an Bord. Was wisst ihr über den Verbleib der Morgentau? Laut dem Söldner ist das Schiff auf einen Eisberg im Norden aufgelaufen und gesunken. Mit etwas Glück können wir in der Kabine der Kapitänin noch was finden, das uns weiterhelfen könnte. Ein Logbuch, eine Passagierliste, irgendetwas. Hier, ich markiere euch die Position auf der Karte. Das ist nett. Es ist die einzige Chance, die wir haben. Gut, dann werde ich mir dieses Schiff mal ansehen. Danke. Wie wär's, wollt ihr noch einen Schluck warmen Gewürzwein, bevor ihr aufbrecht? Eterner Spezialität. Jo, komm, gib mal her. Ja, komm. Gut, einen Moment. Oh, Esme findet das sympathisch. Habe ich mit der dann noch mehr zu tun? Ja, okay, sie ist ja in meine Geschichte auch mit verwoben. Das Wrack der Morgentau finden. Mal gucken, wo das ist. Oh, ganz da hinten, okay. Gut. Dann werden wir das wohl auch in nächster Zeit mal angehen. Was ich gerne noch machen möchte, ich möchte die besseren Pfeile anlegen. Na, Stahlpfeile habe ich schon drin. Das passt. Weil hier ist es ja so ein bisschen gefährlicher. Ich glaube, ich muss in diese Richtung. Mal speichern. Nur testbar. Ich glaube, wir machen mal wieder so, damit ich mitkriege. Oh, jetzt ist der Klopf schon zu weit. Damit ich mitkriege, wenn hier Gegner irgendwo sind. Ich glaube, der ist so weit weg. Und vor allem... Jetzt eine gute Pfeife. Ja, hau doch jetzt ab. Aber ich glaube, das ist der Hirsch, der mich sieht, oder? Upsi, da hinten ist ganz lila. Mal gucken, ob ich meine Pfeile wieder kriege. Oh, sieht schlecht aus. Naja, wobei die Stahlpfeile, die kriege ich ja gerade überall. So wild. Ich höre, glaube ich, einen Wolf. Hier, guck mal. Hier ist noch so der Schneesturm und da vorne geht es plötzlich alles ins Lila. Seid willkommen, ihr frohen Zecher. Kommt heran und leert die Becher. 15 Mal soll es geschehen. Und wir fangen an zu zählen. Wie eine andere Welt. Nur der Freude wegen. Zweimal für des Vaters Segen. Edelsteine, okay. Für die armen Seelen, denen die Moneten fehlen. Das wollte ich mir eigentlich angucken und vor lauter Bäume gucken. Nee, das gibt nichts her. Das ist immer richtig. Ach, das ist der Kristallwald. Okay, wir müssen die nächste links abbiegen. Sich heute für nichts zu schaden. Entschuldige, nicht gut singen. Du darfst gerne singen, aber vielleicht nicht gerade, wenn wir auf Schleichtour sind. Sind das böse? So, das ist er. Der Kristallwald. Irgendwie schön, ja, irgendwie oder? Irgendwie schon. Der Tempel ist nur noch ein kleines Stück von hier. Die Kommandantin der Garde nannte diesen Tempel den lebenden Tempel. Was meinte sie damit? Das ist eine alte Sage. Es heißt, dieser Tempel hat eine Art Bewusstsein.
Das soll auch der Grund für die seltsame Vegetation und den immerwährenden Winter hier sein. Okay, gut. Dann mal los. Gern. Was ich gerade sagen wollte. Ich muss mal testen, ob die auch... Nee, die sind nicht magisch. Magisch, nur hübsch. Nur hübsch, immerhin. So. Jetzt müsste da ja irgendwo der Weg dann abgehen. Na, da vorne. Also dieses Gemäuer hier, das können wir uns eigentlich mal angucken, findet ihr nicht? Sieht doch spannend aus. Oh, sind das Elementare? Jasper, guck mal da vorne, du musst aufpassen. Da würde ich, die würde ich sogar mit Eis lieber machen. Übrigens auch mal wieder ein bisschen Level abgemacht und als Skills genommen. Ja, ja, Jasper. Klar, dass es dich da umhaut. Jetzt ist, dass ich... Da muss ich schon Feuer nehmen. Dass ich, egal ob ich laufe oder langsam schleiche, nicht gut entdeckt werde. Was habe ich genommen als Skill? Und das andere habe ich eigentlich nur genommen, was sonst gab. Habe ich nur genommen, damit ich da hinkomme. Zu diesem Skill. Da habe ich, glaube ich, noch 3 Punkte gebraucht. Da musste ich die verbraten. Nichts Besonderes. Also man merkt schon, diese Elementare, die waren jetzt schon ziemlich stark, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Wie das in dem Tempel aussieht. Oh. 5 Stück und ich habe sie noch nicht. Sehen wir mal irgendwas, was... großes... Nee, großes Käsestück nehmen wir nicht. Hartes Brot stellt 2 Punkte Leben wieder her. Oh. Ich glaube, das kann ich rausschmeißen. Das habe ich auch irgendwo gefunden. Da, komm. Erstmal mal Kartoffelsuppe. Dass sich die Gegner halt schon deftig sind. Und ich glaube, ich habe nur ein einziges Level abgehabt an der Bauernküste. Und daran sieht man, dass die Bauernküste selber schon ein bisschen zu leicht war für mich. Also ich müsste mal gucken, welches Gebiet dann quasi noch dazwischen liegt, zwischen denen, wo ich jetzt bin. Ob ich da noch irgendwo was habe, wo ich so ein bisschen noch leveln kann quasi. Na klar, ist nicht schlimm, wenn es jetzt hier so ein bisschen schwieriger ist, bloß... wenn ihr mich ein bisschen kennt, dann wisst ihr auch, dass ich dann doch eher mal ganz schnell am Verrecken bin. Alt Misk Amur. Haben wir schon mal den? Der flumselt da so ein bisschen hoch und runter. Büchel. Ah, Kristallgeist. Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen verwöhnt sein, ne? Mit einem Schuss alles töten. Und das geht halt jetzt irgendwie nicht mehr so. Halt. Da sieht man schon, das ist nicht mehr ganz so einfach. Und dann denkt man sich natürlich, oh, voll schwer, jetzt ist es gar nicht mehr so einfach, ich brauche mehrere Pfeile. Aber im Grunde genommen wäre es ja eigentlich das Normale. Und wenn ihr mal überlegt, wie es am Anfang war, haha. Ihr erinnert euch, da bin ich ja fast an jedem Gegner gestorben. Jasper? Okay, der wartet da unten auf. Das finde ich ja nett, dass er sich sogar hinsetzt. Und sich sagt, na, okay, sie hat mal wieder... sie will mal wieder in der Gegend rumschleichen, dann warte ich halt hier. Aber wo ist denn die Leiche von dem Viech? Irgendwo durchgeplumst. Also das sieht schon wieder so aus wie so ein altes Zwergending, ne? Lauter kaputte Rohre. Oder geht's so richtig weit hoch?
Ich könnte mir vorstellen, dass die Ruine sogar ziemlich groß ist. Wenn ich da jetzt reingehe. Dass es da ziemlich viel zu erkunden gibt. Aber dann gibt es vielleicht auch viel XP. Oh, toll. Und da hauen die jetzt ab. Ja, komm, bleib hier. Aber ich war jetzt nicht irgendwo, wo sie nicht hinkommen. Eigentlich ganz praktisch, wenn ich jetzt, wenn es dunkel ist, auf Dungeon-Erkundungstour gehe. Oh, das ist ja voller Trolle. So einfach waren die ja nicht, ne? Komm, hab dich doch nicht so. Guck mal, aber ich mache auch gar nicht mehr so furchtbar viel Schaden hier, so im versteckten Modus, ne? Das hat doch ganz gut reingehauen, jetzt immer und jetzt halt gar nicht mehr so. Aber es gibt 200 XP, also, ja. Ich meine, solange mich jetzt nichts überrascht, ich dachte gerade, das ist eine Falle. Dürfte es eigentlich noch gehen. Und da wir hier ja in der Eisödnis sind, oh, aha, da haben die Trolle ja eher Opfer reingebracht. Solange wir in der Eisödnis sind, ist vielleicht mein Feuer sogar ganz wirksam. Könnte ich mir vorstellen. Aber das scheint jetzt wohl eine von Trollen. Ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, später noch von Untoten bewohnte Höhle zu sein, ne? Da unten, ach, das ist wieder ein Elementar. Ein Straßendieb. Ein Zettel. Gucken, was da drauf steht. Ein Zettel. Sucht die drei Hebel, um die Tore zu öffnen, aber hütet euch vor den Fallen. Wenn ihr gefunden habt, wonach ich suche, trefft mich in der Unterstadt und lasst niemanden hiervon erfahren. Gezeichnet X. Okay. Das heißt, die sind im... Ach, umblättern können wir auch noch. Nee, ich habe Standbild. Das heißt, das ist abgestürzt. Hat auch gerade so komisch sich angehört. Nee, Escape geht auch. Ich kann es nur nicht mehr. Achso, ich habe den ja schon, den blöden Zettel. Ich war jetzt gerade irgendwie. Ich bin sehr ja, aber halt aufgrund dessen, dass mein PC eben so ein bisschen komisch gerade reagiert. So ein bisschen argwöhnisch, genau dieses Wort. Also, die habe ich gerade gesucht. Aber auch das tut, was ich möchte. Oh, was ist das denn? Das ist ein Untoter, ne? Schleich, schleich, schleich. Der stirbt hoffentlich am Feuer. Das müsste doch viel mehr reinzocken, oder? Das Feuer bei dem Eiselement. Ah, das Nicht-Eiselement, das Nicht-Feuerpfeil hat fast mehr Schaden gemacht. Kritischer Treffer. Aber sonst hat ja der. Aber vielleicht muss ich. Stimmt, ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht auch mal wieder skille. Ob ich da vielleicht nochmal Punkte reinsetzen muss. In den Feuerpfeil kann ich noch einmal Punkte reinsetzen. Macht er nämlich auch nochmal ein bisschen mehr Schaden. Ja? Da ist er, der Untote. Hunenkriegshammer. Nee, den schleppe ich nicht mit mir rum. Da habe ich keine Lust dazu. Boah, aber das ist tatsächlich riesig. So riesig, wie in Skyrim immer die diese Zwergenanlagen waren. Das war ja immer echt mega.
Das waren, glaube ich, die allergrößten Dungeons, sage ich jetzt mal. Verliese. Deutsch übersetzt. Oh, Kiste. Den erwische ich wieder nicht, weil er sich bewegt. Ein bisschen. Aha, jetzt hängt er da. Das ist praktisch. Mal gucken, ob ich den jetzt... Guck mal, der hat eigentlich doch gewusst, dass ich da bin. Trotzdem war ich versteckt. Ist das jetzt einfach, weil ich so gut bin? Inzwischen? Verzauberung Geselle. Oh, das kann ich vielleicht sogar brauchen. Assassinenkapuze des Schützen. Verzauberung Geselle. Ja, tatsächlich. Das kann ich brauchen. Verzauberung auf 26 erhöht. Perfekt. Ich weiß zwar nicht, wie viel ich damit noch mache, aber ich habe ja so viele Punkte übrig. Vielleicht ärgere ich mich später mal, wenn ich die ganzen, wenn ich das Geld habe. Um die restlichen Skills zu kaufen, aber dann ist es halt so. Jetzt muss ich natürlich erstmal überlegen, wo ich mich hinbegebe. Also ich denke, es geht mehr in diese Richtung. Dann gucke ich erstmal die andere Richtung an. Und wir sollen auf Fallen achten, hat es geheißen. Wenn ihr eine seht, sagt mir Bescheid. Kommt natürlich drauf an, was für eine Art. Steht der gleich auf? Ne. Aber diese Dinger sehen immer aus wie Gräber, aber ich glaube, das sind nur Verzierungen, oder? Sagte ich gerade, da liegt ein Schlüssel. Ein Wein! Der Schlechter von Ark. Den haben wir noch nicht gelesen. Sollten wir vielleicht mal tun. Ja, ich nehme den Pfeil mal wieder mit. Ist ja süß. Eigentlich hätte das Buch hier in seiner Hand liegen müssen und er liest gerade. Das wäre am besten gewesen. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Nee. Gerade da und so ein bisschen Sorge, dass da irgendwo aus so einem, weil das hier so verwinkelt ist, dass da dann gleich irgendwas rausspringt. Bewegt sich da was? Ja, da bewegt sich was. Der ist aber riesig. Guck mal, der sieht mich nicht. Oder zumindest sucht er mich noch. Er weiß ungefähr, wo ich bin. Aber dann bin ich trotzdem noch versteckt und kann meine guten Attacken machen. 275. Jo, nochmal. 2, dann habe ich Level ab. Also zum Leveln ist hier super. Jetzt werde ich gleich so ein bisschen leichtsinniger und dann tappe ich wahrscheinlich mitten in eine Falle rein. Das wird mich überhaupt nicht wundern. Das wundert mich, dass es noch aufgeht, wo das hier so eingefroren ist. Da ist ein Geist oder sowas. Ah, hier hat es einen Hebel, da hat es einen Geist und da. Mal gucken. Ohne Rechter. Okay, wahrscheinlich von dem Geist hier. Exklusiv. Soll ich den mal nehmen? Ach, der Standard vielleicht reicht. Oder er haut mich gleich um.
witzig mit diesem... Guck mal, ich kann nichts machen, weil der mir halt einfach den Bogen aus der Hand schlägt. Der unterbricht mich dann immer. Also ich muss tatsächlich auf die Tussi gehen. Auf sie hier. Damit die... ihre Beschworenen... Hoffe ich doch. Das ist ja so. Nee. Ich hatte es gehofft, aber es ist nicht so. Boah. Dann auch noch in eine Ecke gedrängt. Level 29. Sehr schön. Dann mache ich nämlich gleich mal das Level ab, dass wir dann da auch noch ein bisschen besser werden. Also ihr seht, hier bin ich schon ziemlich hoch jetzt gegangen. Wo war denn der? Starke Sehne, geschickte Hände, Feuerpfeil. Was war denn starke Sehne? Okay, das haben wir schon. Hier, dann bräuchte man nämlich noch 5 Pfeile, 9 Punkte Feuerschaden und 15 Sekunden Wirkungsdauer. Und sonst, mal gucken, Konzentration, da müssen wir keine Punkte mehr drauf packen, da auch nicht. Schnellschuss, ist auch nur ein... Guck gerade, ob es noch welche gibt, die man... Ah, hier gibt es noch, um 10%, um 15% erhöht die Chance auf kritischen Treffer. Das wäre dann auch noch was. Okay, also hier wäre es tatsächlich... Ist hier noch was? Auch das, was ich sowieso nie verwende. Okay, dann machen wir doch jetzt... Warte, was kommt denn hier noch? Blutrausch? Wenn ich schleiche, dann habe ich meistens eigentlich genug Ausdauer. Was gibt es hier noch? Geisterlauf? Teleportiert euch, werdet kurzfristig unsichtbar und erhöht die Dauer der Unsichtbarkeit. Muss nicht unbedingt sein. Taschendiebstahl muss auch nicht unbedingt sein. Rhetorikoptionen. Das wäre natürlich cool. Dann müsste ich auf Rhetorik gar nichts mehr machen. Und Gleichangriffe verursachen 50 mehr Schaden. Außerdem könnt ihr nun Also das da oben, das brauche ich noch unbedingt. Das heißt, ich muss noch 1, 2, 3 Punkte... Dann lasse ich den Feuerpfeil erstmal weg. Ich will das haben. So, Seriu, Hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend. So, damit haben wir schon wieder keine Punkte mehr. Und hüpfen mal wieder zurück. Wie geht's dir? Jetzt guck mal mir mal. Ich hoffe es. Doch, hier sind Fallen. Da. Und da vorne ist der Hebel. Ist hier sonst noch irgendwo was? Super, gerade eben vom Wandern zurück. Ist bei euch schönes Wanderwetter? Also bei uns ist so ein bisschen... Also Aprilwetter würde ich jetzt mal sagen. Schnell die Sachen hier mitnehmen und schnell wieder weg. Ja. Und am besten gleich in die Falle rennen. So haben sich die Entwickler das wahrscheinlich gedacht. Was habe ich denn da jetzt aufgehoben? Eine Schriftrolle.
Ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Aber ist, glaube ich, nicht so schlimm. Und, es ist bewölkt, etwas kühl, aber dennoch okay gewesen. Oh, das ist doch schön. Weil bei uns ist, jetzt scheint die Sonne. Jetzt ist gerade wunderbar herbstlich, wie man sich den Herbst so vorstellt. Aber heute Morgen hat es, oder gegen Mittag hat es dann mal ziemlich geregnet. Okay, ist komplett eingestürzt oder eingefroren. Und hier waren wir, glaube ich, schon. Oha, was ist das? Hat das mit den Hebeln zu tun? Das könnte sehr gut sein. Okay, da unten sind wieder Geister. Ich meine, jetzt haben wir die linke Seite gemacht. Hier. Ich könnte mir vorstellen, der andere Hebel ist dann, ein Hebel ist dann hier und einer vielleicht noch da irgendwo. Gucken wir doch erstmal hier weiter, oder? Und da war ich auch noch nicht. Da könnten wir auch noch mal gucken. Oh, ich schleich gar nicht. Ah! Eine Sternlingsspinne. Nicht nur eine. Eine Dremo-Spinne. Oh, die haut zweimal. Böse Spinne. Und macht Isselbissel. Ahaha, aber wir haben was gefunden. Tralalü. Haha. Wären wir nicht um die Ecke gegangen und hätte ich gedacht, ach, da ist ja eh nichts. Dann hätten wir das übersehen. Und den hätte ich bestimmt nicht mehr gefunden im Nachhinein. Höchstens über eine Mod, die mir das anzeigt. Aber irgendwie habe ich noch... Ich habe noch immer Kampfgeräusch, Kampfmusik. Und irgendwas sieht mich noch. Aber ich habe beide Spinnen getötet. Ah! Ich habe die nur angeschlagen. Sowas aber auch. Okay, dann gehen wir tatsächlich erstmal auf der rechten Seite weiter. Da war noch irgendwie ein Elementar oder sowas. Und Toter.